Gucken Sie doch mal hier rechts rüber. Polizei, Polizei! Ja, hallo, ich bin Sabine Leidig und bin jetzt gerade hier vor der VW-Hauptversammlung, Messe Berlin. Hier findet eine Aktion statt, ein Die-In, zu dem verschiedene Gruppen aufgerufen haben. Die Extinction Rebellion, die gegen das Aussterben rebellieren. Robin Wood, die den Wald schützen, Gegenstrom Berlin, verschiedene andere. Und ich will jetzt mal fragen, warum die Leute hier sind. Ich bin hier, um ein Statement abzugeben, sich zu positionieren, zu sagen, dass wir hier Berliner das nicht in Ordnung finden, was VW macht. Volkswagen ist der größte Autokonzern der Welt. Das heißt, Volkswagen hat sehr viel Verantwortung. Volkswagen könnte eine ganz andere Politik in der Mobilität machen. Und das tun sie überhaupt nicht im Moment. Das ist überhaupt nicht abzusehen. Und wir steuern ungebremst auf eine Katastrophe zu, bei dem es ab irgendeinem Punkt irreversibel ist. Und im Grunde, es heißt immer 10 Jahre, aber wir wissen eigentlich nicht, ob wir den Punkt in 10 Jahren erreichen, in 20, oder ob wir ihn schon überschritten haben. Um die Verantwortung, der Kampf geht weiter. Wir stehen hier vor VWs Jahreshauptversammlung, aber es geht uns nicht nur um VW. Es geht uns darum zu zeigen, was VW für Deutschland steht, für die Autoindustrie und in dem Sinne für den globalen Kapitalismus mit einem völlig wahnsinnigen Zugriff auf Mensch und Natur im Dienste der Profitmarge. Wir erleben heute 3 Krisen der Mobilität und an allen 3 Krisen ist VW zentral beteiligt. Einmal eine Glaubwürdigkeitskrise, die mit dem Begriff Diesel gleich zu tun hat. Zweitens eine Krise der Städte, die mit Feinstaubbelastung und vorgezogenen Tötungen und Tod von Menschen zu tun hat. Und drittens eine Klimakatastrophe, die sich massiv verstärkt aufgrund der CO2-Emission, der im Jahr 10 Billionen neuen PKW, die VW ausstößt. Wir erleben heute, dass VW sagt, Elektroautos würden eine Perspektive bieten. Wir sagen nein. Wie schon gesagt wurde, Elektroautos bieten keine Perspektive. Einmal nicht, weil es vor allem Stadtautos sein werden und noch mehr Verkehr in die Städte reinbringen. Zweitens nicht deswegen, weil es neue Stromnachfrage mit sich bringt und noch mehr Kohlekraftwerke und noch mehr Atomkraftwerke gebaut werden. Und drittens deswegen nicht, weil Elektromobilität heißt, noch mehr Abhängigkeit von anderen knappen Rohstoffen, so von Lithium, von Kobalt und von Kupfer. Ich glaube, unsere Alternative muss eine andere sein. Eine Alternative, in der es primär ankommt auf die Förderung des nicht motorisierten Verkehrs, also zu Fuß gehen und Fahrrad fahren, wo es zweitens darauf ankommt, den ÖPNV massiv auszubauen und den Nulltarif anzubieten im ÖPNV, wo es drittens darauf ankommt, dass die Schiene ausgebaut wird und dass Flüge bis 1000 Kilometer verboten werden und auf die Schiene verlagert werden, wo es last not least darauf ankommt, dass Tempolimits in Deutschland, Tempo 120, Tempo 80 auf Bundesstraße, Tempo 30 in den Städten eingeführt werden.